Nennt mich meinetwegen Mähnenspringer. Oder auch Audat. Nennt mich Ammotragus Lervia. Man sagt, ich stünde gestaltlich zwischen Schaf und Ziege. Was aber besagen diese Wörter? Und Wörter überhaupt? Oh, jetzt geht das schon wieder los. Sind's Etiketten nur für die Gegenstände? Niala, du trugst gestern die Frage an mich heran, was die Wahrheit die Welt in ihrem Fundamente sei. Oh, Mähnenspringer, so war es. Wie kann ich mich selbst in der Welt begreifen, wenn ich nicht die Welt begreife, in der ich eingewohnt? Ich sehe und ich empfinde, ich begreife die Dinge und doch fühle ich, als stünde etwas zwischen ihr und mir. Oh, nee, jetzt wirklich? Liebes Tagebuch, seit nunmehr 178 Tage nicht gekämmt worden, verlottere zu sehen. Lang schon die nagende Angst, Spinnen könnten zwischen meinen Beinen ihre Netze bauen. Die künstliche Sonne senkt unbarmherzig. Einmal noch raus hier, das wär es. Wir müssen uns unsere Freiheit selbst erkämpfen. Sprengt die Ketten, zerschlagt die Scheiben, Freiheit den Tieren. Hoch die interanimale Solidarität. Hoch. Ach, jetzt lass den Max mal bitte im Bücherregal. Meine Erkenntnis führt mich im Kreise herum. Mir schmerzen die reglosen Hufe vom permanenten Tritt auf der Stelle. Siehe die Menschen. Sie erscheinen an diesen Kanten und lösen sich an diesen Kanten wieder auf. Sie bleiben stehen, bewegen ihre Münder, erschüttern die Luft. Klänge, Töne, dumpfe Choräle hinter dem gläsernen Schleier. Komm rüber hier, du Pissflitsche! Du fängst dir gleich eine. Komm, mein Kiez, und ich fick dich kaputt! Es ist das Wort, das die Welt im Innersten zusammenhält. Ho! Ho! Ho Chi Minh! Ho! Ho! Ho Chi Minh! Wenn ich es einmal recht bedenk, dann ist es voll daneben. Man sagt, die Sonne gäb als Geschenk uns Wärme, also Leben. Doch scheint die Sonne richtig doll, fällt jeder Tümpel trocken. Und das ist wirklich gar nicht toll, die Sonne tut's verbocken. Und dabei rede ich noch nicht einmal von Schweiß und Feuer. Ach Sonn, du Sau, behalt dein Licht, geschenkt ist noch zu teuer. Taube müsste man sein. Da müsste ich mir diesen ganzen Quatsch gar nicht erst anhören. Liebes Tagebuch, jetzt bin ich wieder für dich da und spüre den Moment in meinem Körper. Ach, da seid ihr ja noch, ihr guten alten großen Zehen und auch du, mein linker Nasenflügel. Fast so wie zu der Zeit, als ich als König der Savanne durch die Steppe striff. Ach, das ist doch zum Mäusemelken. Was, meine Mutter, du Lappen? Halt mich zurück, halt mich zurück! Butterfly ist das! Apakazak, liegst du flach! Wir sind hier! Wir sind laut, weil ihr Dioramen baut! Was aber wäre, Meister Mähnenspringer, wenn diese ganze Welt mit Wörtern, Menschen, Schleiern nichts wäre als ein Produkt unserer Gedanken? Also bitte, das glaubst du doch wohl selber nicht. Sie fliegen.